Was ist das denn? Hi. Sag, welcher Teil dieser großen Mauer ließ dich denken? Oh, Besucher sind hier willkommen? Ich wurde hierher gebeten. Von Odin. Der Allvater rief dich her? Gut. Warum bist du dann draußen und nicht hier drin? Fragen wir ihn doch zusammen. Als Spruch wäre es geil, so, oh, falsche Hand. Bist du fertig? Sag, was könnte Odin, Allvater, König der Asen, von Leuten wie dir wollen? Sag schon. Das ist eine private Sache. Das ist Atreus' Standardspruch. Du weißt das gar nicht, oder? Könntest du mich hochziehen? Nein, ich denke eher nicht. Ich denke, ich lass dich fallen. Nein, 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 nein. Ja, ich lass dich fallen. Mach's gut. Halt, halt. Weißt du, wie wütend der Allvater sein wird, wenn du seinen Gast tötest? Loki von den Jötnar? Den Jötnar? Feind meines Volkes? Ich bin kein Feind von dir. Das werde ich ja sehen. Hier lang, Loki von den Jötnar. Halt, ist das das Gjallarhorn? Bist du Heimdall? Offensichtlich. Jetzt kannst du dich an der Pracht Asgards erfreuen. Ein seltener Anblick für Fremde. Jetzt bin ich gespannt. Klar, klau doch gleich alles, was nicht festgenagelt ist. Das wird deine Gastgeber beeindrucken. Das ist Asgard? Oh, hast du schon genug gesehen? Die Meilensteine der Zivilisation in den neuen Welten beeindrucken dich nicht so. Verstehe. Oh, nein. Ah, stell doch einfach deine Fragen. Woher weißt du, dass ich Fragen habe? Das ist mein Job. Okay, Frage Nummer 1. Warum sieht das nicht mal halb so episch aus wie Anor Londo? Nächste Frage. Was ist dein Job? Ich beschütze das Reich, das ich liebe, vor Ärger. Und ich mache Ärger? Kennst mich doch gar nicht. Aber ich sehe schon, dass du dich unbedingt beweisen willst. Viel zu sehr. Mhm. Was wohl an einer übermächtigen Vaterfigur liegt, der du nie gerecht werden kannst. Kann sein. Ich würde auch schätzen, dass du respektlos, eingebildet und impulsiv bist. Du kennst mich gar nicht. Ich helfe Leuten. Oh, du bist hier, um Leuten zu helfen? Nein, nein. Du bist hier, um dir selbst zu helfen. Jeden zu manipulieren und zu belügen, der dich näher an dein Ziel bringt. Ich weiß, du bist jung. Du kamst wahrscheinlich in den Stimmbruch, als du die Wand hochgeklettert bist. Aber du hast eine verdrehte kleine Seele. Du bist das Chaos in einem schicken Bogenschützenanzug. Ich beobachte, wie sich dein Mund bewegt und sehe Städte brennen. Dass du in Asgard bist, bringt nichts Gutes mit sich. Da hättest du ihn halt runterfallen lassen sollen. Jetzt war aber im Ernst, ne? Die Prophezeiung war ja, dass er sich... Wenn du hier bist, um dem Allvater zu helfen und keine bösen Absichten hegst, macht uns das wohl zu Verbündeten. Das Ding ist, er hat ja die Prophezeiung gesehen und er schließt sich in dieser Prophezeiung ja Odin an. Er beugt sich Odin ja. Warte noch. Wer liebt mich am meisten? Wow, das ist fast so beeindruckend wie Baldur, der einen Drachen zählt. Steig auf! Okay, was willst?
Ich verstehe Atreus noch nicht so ganz, ehrlich gesagt, aber... Das alles Asengötter? Was? Du glaubst, dass alle Asen Götter sind? Aber Skjöldir hat gesagt, dass... Oh, klar. Wenn Skjöldir das sagt, wer auch immer das ist, muss eindeutig ein Asengötter-Experte sein. Im Gegensatz zu dem Asengott, mit dem du hier sprichst. Du weißt buchstäblich nichts über unsere Kultur, was? Ich weiß viele Dinge. Ein Riese baute diese Mauer. Ein Riese? Baute die Mauer, die Riesen fernhält? Hrimthur, Tamurs Sohn. Ich kenne die ganze Geschichte. Wirklich? Ich kann es kaum erwarten, dass du mich mit deinen revisionistischen Erzählungen über die Architekturgeschichte Asgards verwöhnst. Ist das Odins Palast? Palast? Glaubst du, der Allvater hat es nötig, sich aufzublasen wie ein sterblicher Stammesfürst? Ich glaube, nein. Das ist die große Loge, die der Allvater mit seinen eigenen Händen gebaut hat. Tut mir leid, wenn dich das enttäuscht. Wie du siehst, hat es wahre Macht. Nicht nötig zu protzen. Sie zeigt sich genau zur richtigen Zeit. Meinst du nicht? Ha! Hey! Wow! Ah! Hey! Helme! Ich habe euch eine Übungspuppe mitgebracht. Ich dachte, wir gehen zu Odin. Was? Du hast eine verräterische Absicht. Deshalb lasse ich dich auf keinen Fall in die Nähe des Altmanns. Die soll mich jetzt aufhalten. Bei diesem Trick ist es ein Wunder, dass die Götter jeden Schritt verloren, den sie je geführt haben. Das ist ein großer Spezialangriff? Aus, Junge! Das war langweilig. Rate, wer jetzt dran ist. Bist du sicher, dass der Allvater gerne wartet? Sehr witzig. Ich bin mir sicher. Ja, ich bin mir tatsächlich sogar sehr sicher. Du glaubst, das kann dich beschützen? Diese Ärmchen konnten wohl keinen echten Schild heben. Leute! Oh, nein! Pfeile! Wie furchterregend! Du verhinderst nicht, dass ich Odin sehe! Du wirst ihn sehen. Von deinem Grab aus. Was? Das ergibt gar keinen Sinn. Oh! Oh! Wie macht der das? Oh! Das war ein besonderer. Ich hoffe, das war nicht dein letzter Trick. War's das schon? Ist das alles, was du kannst? Wow. Ich muss wirklich sagen, Loki, ich bin absolut unbeeindruckt. Du solltest wohl liegen bleiben. Toll. Der hat daneben geschossen. Schluss damit. Was du auch denkst, ist Allvaters Gast. Hatte ich doch was gerochen. Ein Schritt weiter und es endet unschön für dich. Wirklich? Und wie genau willst du mich aufhalten? Sieh mir in die Augen. Sag du es mir. Du bist wirklich krank. Loki, du bist da. Ich bin sehr geehrt. Ah, du kennst also Heimdall. Er liest Gedanken für mich. Der Junge ist falsch, Allvater. Dieser junge Mann ist mein Gast und voller Schlamm. Erklärungen? Er will dich verraten. Ist das wahr, Loki, du kleiner Schwindler? Ich mache nur Quatsch. Natürlich will er mich verraten. Heimdall, warum wäre er sonst hier? Er hat keinen Grund, mir zu trauen. Noch nicht. Aber er hat ein paar große Fragen. Und ich habe so viele Antworten für ihn.
Was willst du? Wegtreten. Geh. Sehr gern. Hat er überhaupt einen Bauchnamen? Und du, mach dich mal sauber. Aber Allvater. Ach. Sjochwart. Heimdall, entspann dich mal. Hattest du denn vor, mich sofort zu töten? Siehst du? Was, genügt dir das nicht? Verschwinde hier! Anstrengend, ich weiß. Sehr scharfsinnig, aber er vergisst manchmal zu denken, weißt du? Hey, ich habe noch was zu tun. Radler, Schatzi, danke dir für den Raid. Moin, dann alle, die rüberkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Was geht? Moin, moin. Was habt ihr Schönes gemacht? Wie hat dein Vater die Nachricht aufgenommen, dass du meine Einladung annimmst? Wir sollten nicht über meinen Vater reden. So schlimm? kann ich verstehen. Meine Ex-Frau und mein verärgerter ehemaliger Bediensteter vermitteln sicher kein sehr unbefangenes Bild von mir. Doch du bist neugierig, aufgeschlossen. Das ist wichtig. Riest, Miest, macht weiter. Lasst euch nicht stören. Das sind die Walküren. Wenn ich ehrlich bin, Loki, neue Walküren. Hast du, dass meine Einladung noch gilt, nachdem du Tiere befreit hast. Aber mit ihm Zeit zu verbringen, ist vermutlich Strafe genug, oder? Mimir hat wenigstens seinen Humor nie verloren. Aber das liegt jetzt alles hinter uns. Ich ziehe es vor, nach vorn zu blicken. Hey, hey, hey! Ihr sollt sie trainieren, nicht enthaupten. Schläge nur unterhalb des Halses, ja? Ist das hier immer so, wenn ich nicht da bin? Allvater. Königin Gnau? Die Einherja sind bereit für deinen Segen. Deshalb bin ich ja hier, oder? Es gibt wohl eine neue Walkürenkönigin. Großartige Soldaten, diese Einherja. Aber wenn sie aus Valhall kommen, sind sie oft etwas benommen. Ich tue für sie, was ich kann. Helfe ihnen, sich an ihre Rolle im Leben zu erinnern. Das ist wichtig, meinst du nicht? Zu wissen, wer man ist. Es gibt allem eine Bedeutung. Ja, die Fleischwunde fand ich bei Thor nicht so verwunderlich, wie das mit dem Bauchnabel. Münzinappen. Gorn. Ja, und direkt rote Augen. Vertrauenserweckend. Und direkt wollen sie gegeneinander kämpfen. Gut, weiter geht's. Nicht allzu vertrauenserweckend, to be honest. Sollte man den ersten gespielt haben? Ja. Und der erste ist auch genauso gut. Ich hörte, du bist ein eifriger Leser. Das sind nur einige Bände aus meiner persönlichen Sammlung. Ja, moin. Danke. Jürgen, ich hoffe, ich rieche da keinen Pilze. Also, ich weiß das Angebot zu schätzen. Ja, aber ich weiß nicht, was du von mir erwartest. Im Moment bist du nur zu Besuch, Loki. Ein Schritt nach dem anderen. Schön langsam, Karl. Bei allem Respekt, du musst wissen. Ich wollte hier lernen, nicht dienen. Noch ein Diener ist das Letzte, was ich brauche. Ich brauche jemanden mit Motivation, mit Neugier, der die Initiative ergreift. Sieht gut aus. Ist das geschmort? Eine Armee anführt? Aber warum ich? Weil ich ein Halbriese bin? Glaubst du? Das ist Thor auch. Erlen, versuch wach zu bleiben. Für mich? Na gut, aber... Hör zu, denk nicht viel drüber nach. Ich habe ein Projekt, das dich interessieren könnte. Eine große Chance, etwas zu lernen. Für uns beide. Was ist mit meiner Familie, meinen Freunden? Ich muss sicher sein, dass niemand verletzt wird. Warum sollte ich jemanden verletzen? Ich habe von Anfang an nur um Frieden gebeten, wie du weißt. Du bist jetzt hier. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Alles wird gut. Dein Zimmer ist schon nah. Mein Zimmer? Ja, gleich dort. Du kannst kommen und gehen, wie du willst. Nimm dir, was du brauchst. Sieh dich um. Du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt. Ich bin nicht dein Vater. Allvater, es gibt ein Problem, das der Lösung bedarf. Sylph, du hast unseren neuen Hausgast noch nicht begrüßt. Sag Hallo zu Loki. Das ist er? Hier? In unserem Heim? Sylph. Wie nett. Meine Diplomatin. Alles in Ordnung im neuen Midgard? Den Flüchtlingen geht es gut. Das Problem sind die Zwerge. Du weißt schon, wer ist zurück. Irgendetwas ist immer. Lord Voldemort! Wir haben noch etwas zu tun. Klar.
Gibt's nicht auch in Dark Souls Sith? Ist sie ein... Kann sie sich in ein Tier verwandeln? Das ist natürlich jetzt die Frage. Dann wüsste ich welches. Ich bin hier. Wo ist er? Gleich da drüben, mein Vater. Ja. Hallo. Ist lange her. Was gibt es jetzt für ein Problem? Gar kein Problem, wenn man instabile Todesfallen bauen will. Ich habe diese Entwürfe persönlich genehmigt und das schon vor längerem, wie ich sagen muss. Hattest du heute nur Lust, mir auf die Nerven zu gehen? Ja. Wer ist der Kleine? Bildest du Taschendiebe aus? Weißt du was, Durlin? Du stinkst nach billigem Met. Und das ist noch deine liebenswerteste Eigenschaft. Warte mal. Hier gehört. Haben wir den nicht im, war das, wait, den haben wir doch mal getroffen. Da sind wir wieder. Hier spreche ich, eure gesamte Wirtschaft. Ah. Ihr sollt wissen, dass ich Vertrauen in euch habe. Dass ihr mir diese Maschinen wie versprochen liefern könnt. Pünktlich, kostengünstig und natürlich sicher. Die Zwerge haben mich nie im Stich gelassen. Und sie werden jetzt nicht damit anfangen. In Ordnung? Gut. Bürokraten. Gut, Junge. Ich gönne dir erstmal eine Pause. Wenn du an die Arbeit gehen und Antworten finden willst, komm in mein Arbeitszimmer den Flur runter. Oh, und nimm dir ruhig neue Kleidung. Ich bin gerade maximal irritiert, ne? Hasenuniform? Bro, als ob ich die... Ich könnte es mal anprobieren. Ist zumindest weniger dreckig. Mhm. Schön. Wow, wirklich nützlich. Oh, Trius, riech mich gerade echt auf. Fange ich an. Also den ersten Teil kann man auf Steam kaufen. Weiß nicht, ob es auch darum schon ging. Ragnarök kann man halt nicht auf dem PC zocken. Ja, soll ich die jetzt anlegen oder was? Also... Nun, ich finde eigentlich blau steht ihm... Also blau sieht cool aus. I don't know. Stellt sofort einen Pfeil an seiner Seite wieder her. Bleiben wir bei dem, was wir aktuell haben. Ich bin gerade maximal irritiert. Warum? Warum in alles in der Welt? Wow! Loki, stimmt's? Ich muss sagen, die Ironie daran ist mir nicht entgangen. Das war sein Zimmer, weißt du? Seins? Von meinem Bruder. Dein Bruder? Modi. Ah, oh. Dein Bruder. Wirklich? Ich hatte keine Ahnung. Aha. Wie ist der Name? Modi und... Jetzt gehört's dir. Viel Spaß. Through Toast, Dottir. Entspann dich. Du musst in recht kleine Fußstapfen treten. Was? Du bist jetzt plötzlich so gechillt? Wir sind ohne ihn besser dran, Loki. Glaub mir. Ohne wen? Modi oder? Magni und Modi, genau, danke.
Oder Magi? Magni oder Magi? Wohin? Was machen die denn jetzt alle? Du brauchst noch dein Schwert. Das ist wie Thors Hammer. Okay. Das richtet jemand her. Kann man das als Schwert definieren? Ich würde eher sagen, es ist ein bisschen eine Art Beil. So ein Hackebeil. Also, was für ein Schwert ist das? Es ist neu. Einzigartig. Mein Vater gab es mir für die Valkyrenausbildung. Die Valkyrenausbildung? Beantwortet halt nicht, was für eine Art Schwert das ist. Bildung? Willst du darüber reden? Ich wollte gerade zur großen Halle. Aber wenn du zu tun hast, ist Großvaters Arbeitszimmer die Treppe runter. Ich würde jetzt schon, ehrlich gesagt, gerne gucken, was mit den Valkyren ist, aber... Wie wird man eine Valkyre? Zuerst trainiere ich, bis ich richtig gut bin. Dann warte ich, bis Großvater es bemerkt. Und dann müssen er und Vater Mutter überzeugen. Weißt du, mein Vater und ich, wir trafen auf einen ganzen Haufen Valkyren. Moment, was? Wo? Du musst mir alles erzählen. Versprochen. Nein, ist es nicht. Willst du jetzt Valkyren werden? Oder was? Jetzt hat er dich damit reingezogen. Wo reingezogen? Ich bin nur freundlich. Ist das nicht Diplomatie? Du weißt schon, wer das ist, oder? Was sein Vater getan hat? Wie, er hat dich reingezogen? Warum will er ihn nur hier haben? Mutter, komm schon. Du bringst mich in Verlegenheit. Wir reden später darüber. Okay. Ich will halt die Charaktere mal kennenlernen. Ich will wissen, was die Sache ist gerade. Tut mir leid. Mütter, hm? Willst du dich noch ein wenig umsehen oder musst du wirklich an die Arbeit gehen? Ja, ich würde halt eigentlich mal gucken hier. Hör mal, was auch immer Großvater von dir verlangt, denk dran. Das ist deine Chance, dich zu beweisen. Davon träumen manche von uns. Oh, ja, ich werde mich anstrengen. Bis später. Bis später. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, siehst du, wie ich nicke und sage, ja, ich verstehe. Ich. Mhm. Ja. Ja, ist gut. Mit wem redet er? Ja. Siehst du, du lässt mich einfach nicht zu Wort kommen. Nein, Hugin. Ich muss mir nicht die Ohren waschen. Was, er redet mit dem Rahmen? Du musst aufhören zu krächzen und die Antwort akzeptieren, von der du weißt, dass sie kommt. Wenn er lernen will und antworten will, soll er doch erstmal die Bücher lesen. Ich habe es mir nur angesehen. Das alte Ding. Das habe ich seit... Ach, wer weiß das schon. Er hat die Macht. Hast du einen Namen? Ingrid. Wirklich? Ja, warum nicht? Nimm es, wenn es dir so gefällt. Josef. Im Ernst? Sieh es als kleinen Bonus an. Danke. Ich meine, im Ernst. Und die sagen, ich bin der Böse. Na los, gehen wir. Ah, ja, weil du ihm schwer... Oh Gott, Atreus, ey. Dass er sich mit dem Schwert jetzt einlullen lässt, das kann nicht euer Ernst sein. Gern geschehen. Ne, Josef? Ey, erstmal ausplündern den College. Warte mal. Moin, Rafa. Mich riecht's halt echt ein bisschen auf, was mit Loki, Atreus, whatever los ist. Komm mit mir, bitte. I don't know. Alle schätzen mich falsch ein. Glaubst du, Krieg sei mein Antrieb? Oder Macht? Reichtum? Nein, nichts davon. Weißt du, was mich antreibt? Was ich wirklich will? Ich will antworten. Genau wie du. Die Sterblichen haben es leicht. Wenn sie vor den großen Fragen des Lebens stehen, wenden sie sich an uns, um ihnen Sinn zu geben. Göttlichen Trost.
Wir beide wissen, das ist reine Täuschung. Aber wenn wir Fragen haben, warum sind wir hier? Um den Sterblichen Sinn zu geben, während wir selbst ohne leben? Nein, wir sind mehr als das. Und ich habe den Beweis dafür entdeckt. Für ein Tier? Ach, danke für den Elften. Merci, mein Lieber. Was mich antreibt. Du spürst es, oder? Ich fühle Wissen. Wahrheit. Jede Wahrheit. Alle Antworten. Wir könnten erfahren, warum wir hier sind, lernen, unser Schicksal zu ändern. Und Ragnarök aufhalten, vielleicht die retten, die wir lieben. Wie? Ich war ein junger Gott, als ich es fand. Ich habe es viele Lebensalter studiert, folgte jeder Spur, selbst den Aussichtslosen. Und fand schließlich, nach langer Suche, dies hier. Moin, Joel. Siehst du es? Dieselbe mystische Energie. Da ist ein Spalt. Können wir da hineinsehen? Davon würde ich abraten. Wofür ist die kaputte Maske? Erkennst du eine der Schriften darauf? Die sind nicht aus den neuen Welten. Schwelend. Obsidianie, Spita. Aus schwelender Erde und Obsidianfunken. Und einem Feld an nie geschlagenen Schlachten. Bist du sicher? Wenn das ein Hinweis ist, verstehe ich ihn. Und er wäre? Arbeite weiter mit mir. Und find's raus. Du musst niemanden umbringen. Du musst nicht deinen Vater verraten. Oder dich selbst. Komm schon, ich weiß, was du gefühlt hast. Die Antworten sind da drin. Warten auf uns. Du hast dies hier übersetzt, als wäre es ein Kinderspiel. Wenn ich dir helfe, was dann? Thor, komm mal her! Allvater. Lass das sein! Finde raus, wo das herkommt. Nimm es. An diesem schleichenden Fleischberg. Und schau, wo es dich hinführt. Ich kann nichts versprechen. Unsinn. Viel Erfolg. Und du? Oh Mann, ey. Sei nachsichtig mit ihm, verstanden? Ich könnte nicht mehr facepalmen, als ich es gerade innerlich tue. Muspelheim? Der Rest der Maske ist hier? Wer hat der Allvater uns hingebracht? Was meinst du? Also nimm das und mach deine Arbeit. Bro, wir müssen einfach mit Thor im Schlepptau jetzt. Also, wohin gehen wir? Woher soll ich das wissen? Der Allvater glaubt, du weißt, was du tust. Also tu es. Die Maske als Wegweiser. Die ist auf Atreus' Ziel abgestimmt und strahlt Licht aus, wenn er den richtigen Weg folgt. Seltsam. Tja, wir müssen wohl durch den Felsen. Das hab ich gemacht. Mit diesen Armen? Thor ist schon cool. Mal sehen, was Loki und der glänzende Zahnstocher ausrichten können. Wow, Ingrid, nicht schlecht. Und wohin sollen wir jetzt gehen? Ich sehe noch. Was?
Da oben. Wir könnten da einen Vorsprung erreichen. Wenn wir... Zu langsam. Hey! Alter. Du kannst nicht Leute so schnappen. Na, was soll ich denn sonst tun? Dich werfen? Der Tag ist noch jung. Alter. Kümmer dich um den, Loki. Schauber! Kleiner, da oben sind Dinger, die uns mit Feuer beschießen. Benutz endlich deinen Bogen. Bis jetzt mag ich Thor. Komm. Benutz deine Beine. Guck mal, wie viel gemeiner Thor spricht mit ihm, wie viel weniger freundlich. Aber er lässt es auch gerade mit sich machen. Er lässt es mit sich machen, aber bei seinem Vater. Da ist er viel ungeduldiger. Ich habe von deinem Vater das Blutgeld bekommen für das, was mit meinen Söhnen geschehen ist. Aber nicht von dir. Noch nicht. Was meinst du? Ich werde den Allvater nicht warten. Alter. Wie du willst. Die Maske. Ja. Ich sehe mich schnell um. Das ist nicht der richtige Weg. Oh, wow. Das ist eine Art Amboss? Wo ist ein Amboss? Boah, hat irgendwann ein Kollege mal die Line gebracht, irgendetwas ist Amboss wie... Wenn hier nichts ist, gehen wir weiter. Keine Ahnung. Na los. Ja, Kaya kann ich auf jeden Fall verstehen. Wir müssen durch diese Felsen. Das Game ist geil, also ich empfehle es wirklich jedem. Ja, genau. Stell dir mal vor, was der mit Knochen anstellt. Du willst über Blutgeld reden? Was ist mit den Riesen, die du getötet hast? Sie waren meine Familie. Tamu, Rungir, sie waren auch deine Leute. Die Riesen waren eine Schande für die neuen Welten. Ich habe jedes einzelne ihrer Opfer genossen. Na gut, wechseln wir das Thema. Also, das letzte Mal haben Vater und ich ja alle von Zutrittsprüfungen gemeistert. Könntest du... Du legst mich nicht rein. Oika! Das sollten wir im Moment lassen. Warum geht das nicht? Okay. Ich kann diese Mission alleine bestreiten. Und ich möchte den Allvater genauso beeindrucken wie du. Du brauchst mich nicht zu mögen, aber wir müssen einander vertrauen. Bloß ein wenig. Vertrauen. Gehört dir.
insgesamt nicht schlecht, aber nicht aggressiv genug, finde ich. Ich würde gerne noch was drauflegen. Ich vertraue voll und ganz auf dich. Bleib doch einfach. Sauber! Also, in welche Richtung zeigt die Maske? Nürnberg. Sauber! Kleiner, wo führt die Maske uns hin? Das kann nicht stimmen. Loot, loot. Wait a second. Sauber! Geht tatsächlich hier einfach raus? Die Maske zieht, hier entlang. Wir müssen irgendwie nach unten. In Ordnung. Ich wollte dich übrigens nicht reinlegen. Die Prüfungen machen Spaß. Hast du nie Spaß? Du bist so anders als deine Tochter. Sie schien... Sieh dir das an. Wann immer du bereit bist. Tor, was zum... Alter. Moment, Sutur Schrein. Du bist da drüben nicht gestorben, oder? Nein, aber ich dachte... Tja, das ist dein Problem. Hey, ich dachte... Die Prüfungen sind hinter der Klippe. Das wäre doch was für dich und du. Also kümmern wir uns um die. Sauber! Na los, Thor, probier's einfach mal. Was hast du zu verlieren? Zeit. Ja, genau. Versucht es nur. Schon müde? Nicht im Geringsten. Ein Oger! Nicht im Geringsten. Sauber! Noch ein Oger? Na gut, vielleicht ein bisschen Angst. Wie wär's mit etwas Hilfe? Da wir wenig Zeit haben, will ich mal so nett sein. Jauber! Der Allvater hat hunderte Winter gewartet. Was macht ein bisschen länger aus? Es macht Spaß. Na schön. Du bleibst genau hier. Jawohl. Mein Marvin und Balou. Sauber!
sollte ihn ein Weilchen beschäftigen. Hoffentlich. Na los, ich will eine Herausforderung. Hey, Ingrid. Traust du den Asen? Ich weiß, ich kann ihnen nicht trauen. Sie müssen nur mir trauen, aber es wird nur geschehen, wenn sie glauben, dass ich ihnen traue. Ja. Ja, verrat deinem Schwert alles. Mein Vater und ich waren bei unserem letzten Besuch in Muspelheim hier. Scheint ewig her zu sein. Kann ja nicht sein, dass eventuell Odin das Ding auch abhört. Das Problem ist halt, von dem, was ich bis jetzt halt von Loki so gehört habe, eigentlich, wenn du halt so der Trickser sein willst, musst du ja eigentlich richtig smart sein. Atreus wirkt halt aktuell noch nicht so, als könnte er diese Rolle allzu krass erfüllen. Dann muss ich da lang. Mal hier rüber und dann. Hoch geht nicht. Links. Unten. Geht. Ah. Best Game 2022 in meinen Augen. Oh. Bin damit auch jetzt wärmer geworden. Also beziehungsweise nicht wärmer geworden, sondern überhaupt erst warm geworden im Vergleich zum Beispiel zu Elden Ring. Kann ich den Schrein so nicht kaputt machen? Kann ich den anders kaputt machen? Ah, okay. Ich dachte, man muss immer jemanden in der Nähe davon töten. Okay. Alles gut. Alles gut. Töten. Nochmal, nimm nicht die Mythologie aus dem Real Life als Maßstab. Loki ist dann nämlich auch kein Sohn eines griechischen Kriegsgottes, der auch Real Life griechische Mythologie nicht existiert. Ja, aber dann hättest du ihn auch Wilfred nennen können. Also, warum dann die Rolle des Loki nehmen und jemandem geben, wenn du eine eigentlich sehr geile Rolle hast, die, wenn es gut ausgespielt wird, einem Gott auch sehr geil wäre? Das ist halt das Ding. Das ist halt verschenktes Potenzial in dem Moment dann. Bruder? Weißt du, für jemanden, der als Krieger ausgebildet wurde, erschrickst du ziemlich leicht. Ich bin nicht. Was machst du hier? Darf ein Mädchen nicht mehr einen Schrein besuchen? Nö. Du bist wegen Suturs Murmel hier. Wirklich? Du suchst also nach weiteren Riesenmurmeln? Du weißt, wie das aussieht. Wie die Lebensgeschichte von einem der unseren? Oder vielleicht wie ein Vorratsschrank? Nein. Als würde man dem Schicksal trotzen. Die Frage ist, was machst du hier? Mein Schicksal neu schreiben. Hast du das von Odin? Nein. Also, ja, aber nicht. Hm? Ich arbeite nicht mit ihm. Ich würde ihm nie etwas über den Eisenwald sagen, falls du davor Angst hast. Und ganz sicher diene ich ihm nicht. Worte der Prophezeiung, nicht meine. Ich muss eine Murmel finden. Du kannst helfen, wenn du willst. Gut. Aber willst du wirklich so die Regeln brechen?
Es gibt keine Prophezeiung, in der du Murmeln sammelst. Das Ende steht für uns noch nicht fest, oder? Komm schon, streite. Ja, Explo, du musst aber jetzt auch nicht bei jeder Kritikpunkt versuchen, die dem Keim zu ersticken. Noch eine Murmel. Von Sutra. Aber ohne Seele darin. Er ist also noch irgendwo da draußen. Vor einer Weile hast du erzählt, wie die Riesen weggingen. Denkst du noch an sie? Die ganze Zeit. Sie sind weit weg von hier. Weit weg von Odin und Thor. Ich frage mich, in welche Länder sie gegangen sind. Welche Meere sie durchquert haben. Warum? Ich will sie finden. Ich rette meinen Vater und dann finde ich sie. Es beginnt. Wer ist das? Nicht Sutra, so viel ist sicher. Sieh dir den ganzen Frost an. Shinmara. Ich glaube, ich habe noch nie von ihr gehört. Und da kommt Sutra. Wow, das muss ein Kampf gewesen sein. Ja, bis er aufhörte. Sie haben aufgehört? Oh, nein, sieh mal. Sie haben gemeinsam gekämpft. Sie sind sogar Freunde geworden. Gute Freunde. Ich wollte gerade sagen, und mehr. Ja. Sieht ganz so aus. Oh, okay. Tja, das ist gut für sie. Aber offenbar hat sie ihre, bitte was? Zu einer Art riesigen Kreatur verschmolzen. Ragnarök. Und dann? Zerstört Ragnarök Asgard. Ja, das habe ich in Gros Schrein gesehen. Tja, das war interessant. Oh hey, weißt du noch die Schlange, in die wir die Seele gesteckt haben? Ist schwer zu vergessen. Ich habe sie gesehen. Sie wird größer. Also schneller als normalerweise. Mhm. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Hm. Ich nicht. Ich bleib hier. Ich will nicht, dass dein Freund einen Riesen trifft, den er übersehen hat. Natürlich, aber sei vorsichtig. Bitte. Du auch, Loki. Moin, Günther. Hey, Ingrid. Ob Thor tot ist? Oh. Wieder zurück einfach nur, oder? Moin, da Escapado. Ja. Natürlich. Ich gebe es zu, es hat Spaß gemacht. Ich wandte und sich bergeweise Leichen auf. Ungemäht wie weit. Aber vermischte sich auch. Großartig! Hilfst du mir hier unten? Hätte nicht gedacht, dass du nach all den Prüfungen meine Hilfe brauchst. Oder hast du bloß deinem Vater zugesehen? Dauert das so lang? Glaubst nicht, welche Massen ich von diesen Dingern erledigt habe. Einfach wundervoll. Ich glaube, du hast recht. Fruit wäre begeistert. Sie würde sich zumindest besser schlagen als du. Was? Das hättest du jederzeit tun können. Du schienst mir doch ganz gut klar zu kommen. Ich habe dir vertraut. Und wohin jetzt?
Ich sehe nach. Wir müssen wohl durch dieses Tor. Tor? Na, ist das nicht beeindruckend? Wie ein echter Gott. Du bist ein Gott. Verdammt richtig. Und ich auch. Verdammt richtig. Hier ist es. Das ist die Stelle. Und wo ist es? In der Lava? Ich weiß nicht. Oh! What? Okay. Oh! Nein! Alter! Ah, verdammt! Kleiner Tipp. Deine Hand in Lava zu stecken fühlt sich nie besonders gut an. Ich hab nicht nachgedacht. Gut. Gute Nacht, Blondie. Na gut, verschwinden wir. Oh. Logan, versuch nicht nochmal, mich reinzulegen. Du bist ganz in Ordnung, aber trotzdem ein Riese. Ich werde auch dich mit Freuden töten. Was hast du getan? Loki. Der Riss wurde heller. Sieh, das ist es. Hier, einer dieser Sätze ist vollständig. Man kann alles lesen. Kannst du es übersetzen? Noch nicht. Ich habe da eine Theorie. Ich glaube, wenn wir den Rest davon finden, können wir damit da reinschauen. Ohne, naja, ein Auge zu verlieren oder so. Wir sind ein gutes Team. Oder? Oder? Wir sind ein echt gutes Team. So wie du und Baldur. Habt ihr euch auch vertragen? Thor war wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Du hast was von ihm gelernt? Tatsächlich. Na schön. Was hast du ihn gelehrt? Gar nichts. Was könnte ich ihm schon beibringen? Ganz genau. Ah, ich hatte mich schon gefragt, wo das ist. Eigentlich hatte ich es schon geahnt. Sinneswandel? Ich bin nicht sicher, warum ich nach Asgard kam. Aber jetzt ist mir klar, ich bin kein Spion. Du musst wissen, dass du mir trauen kannst. Und wenn ich dir helfe, das zu Ende zu bringen, muss ich dir vertrauen. Vertrauen ist Arbeit, verstehe. Nimm das, kriege den Rest raus. Sofern du bleibst, meine ich. Sagst du mir, was du da drin wirklich suchst? Übersetze das hier. Und ich erzähle dir alles. Ja. Und darauf, junger Mann, kannst du vertrauen. Weil es dann zu spät ist. Krass, wie lange man jetzt im Prinzip Kratos nicht mehr gesehen hat, ne? Ist das nicht ein Instrument aus Hellas? Könnte Tyr mitgebracht haben. Drachenschädel in der Bibliothek. Ganz normal. Gut, komm mit, Hugo. Die denn? So.
Wie war's? Hat sich Vater benommen? Ja, ich meine, besser als ich erwartet hätte, glaube ich. Das Schwert aus Großvaters Arbeitszimmer? Oh ja, ihr Name ist Ingrid. Hallo Ingrid. Wow, der Allvater muss dir wirklich vertrauen. Zum Glück hast du deinen ersten Tag überlebt. Ja, sehe ich auch so. Morgen reden wir über Walküren. Auf jeden Fall. Also, das war ein komischer Tag. Ja, genau. Ich finde den Spielabschnitt so cool. Ich finde alles geil. Die einzige Skepsis oder die einzige Unzufriedenheit, die jetzt gerade hier entsteht, ist, dass ich nicht verstehen kann, warum er so... Fang ich an. Warum er sich darauf so einlässt. Ich meine, das Ding ist, wir können noch so sehr darüber diskutieren, wer hier gerade wen täuscht, aber... blindlings in die Prophezeiung reinzulaufen, ist halt auch irgendwie, vor allem, wenn er mit dem Ausgang unzufrieden ist. Bin ich halt einfach nicht so smart. Egal. Let's go. Ab ins Bettchen. Durfte er die mitnehmen überhaupt? Was macht der denn jetzt? Ist nicht das Messer seiner Mutter? Die Mutter hat zwei Messer für beide. Ah, okay. Dann ergibt die Überblendung mehr Sinn oder man muss nicht so viel hineininterpretieren. Noch nichts Neues. Ich habe einen Plan. Oh ja. Denon. Du fandest sie einst. Kannst du das nochmal? Ja, vielleicht, aber ich verstehe nicht, wie uns das... Sie sind die Mäuren dieser Lande, oder nicht? Ich wüsste, was Sie wissen. Sie zeigen sich nicht oft kooperativ. Solange Sie sich zeigen, wo suchen wir? Midgard. Aber wenn Atreus in Asgard ist, kriegen wir ihn nicht wieder zurück ohne eine Armee. Wir sollten eine aufstellen. Ja, so ein katastrophaler Krieg verbessert doch jede Situation. Der Junge scheint recht fähig. Vielleicht braucht er nur noch etwas Zeit. Du bist hieran nicht unschuldig. Du hast seine Torheiten unterstützt. Seine Verwirrung. Ich suche keinen Krieg. Aber wenn Odin meinen Sohn entführt hat, dann wird mir jedes Mittel recht sein. Dein Wesen war nie ein Geheimnis, Kratos. Entführt. Aber du, Freya... Krieg als beste Lösung? Das ist nicht die alte Freya. Ich hoffe, die Nornen geben dir den gewünschten Rat. Meiner ist hier wohl nicht mehr von Nutzen. Tyr, warte. Wir dürfen uns jetzt nicht noch mehr entzweien lassen. Komm, setz dich, bitte. Du warst sehr still. Ganz ehrlich, ich bin überrascht, dass gerade du das Schicksal befragst. Aber deine Instinkte haben uns noch nie enttäuscht. Finden wir die Nornen. Okay, Leute.
Puh, wir hören uns mal an, was die jetzt reden. Mal schauen. Wer bin ich, dass ich ihm Rat erteile? Ich wollte dem Jungen nur helfen, Antworten zu finden und habe versagt. Welche Rolle spiele ich jetzt bei all dem? Tyr, du stehst im Mittelpunkt des Geschehens, das hast du schon immer. Deshalb hat Odin dich doch überhaupt erst eingesperrt. Er hat Angst vor dir. Das bezweifle ich stark. Es ist die Wahrheit. Und nicht nur wegen der Prophezeiung. Niemand hat die Welten Jesu vereint wie du dereinst. Aber dieser Tyr bin ich nicht mehr. Ich weiß, dass du dich jetzt so fühlst. Ich habe mich auch schon mal verloren. Mehr als einmal. Aber glaub mir, es gibt noch mehr als das. Und das wäre? Bestimmung. Die Bestimmung ist der Weg, der dich zu dir selbst führt. Du willst also, dass ich mein Schicksal annehme? Deine Armeen in den Krieg führe? Deine Rache ausübe? Wenn die Sicherung unserer Gerechtigkeit nicht deine Bestimmung ist, dann finde eine andere, um deiner selbst willen. Tut es weh? Oh, das? Nur wenn ich mich sorge. Wie käme Atreus nach Asgard? Tut mir leid, aber da müsstest du Odin fragen. Er kontrolliert jeden einzelnen Pfad. Ich weiß, wie sehr du unsere Sachkenntnis in solchen Dingen schätzt. Daher ist das sicher enttäuschend. Er ist uns einfach einen Schritt voraus. Warte mal! Ich hab was für dich. Sindri! Ich komme! Bevor du in die Dämmerung verschwindest, dachte ich, du hättest vielleicht gerne das zurück. Na, freu dich nur nicht zu überschwänglich darüber. Aber gern geschehen. Ich habe jetzt alles zusammen, um die Nornen zu finden. Gehen wir? Ein Schild, den Kratos von seiner geliebten Frau Laufhebe geschenkt bekam, geführt von der Gerechten. Wenn ich ehrlich bin, ist der Schmetterstern-Schild besser. Sorry. Ich vermute, wir sollten mit einigen Konsequenzen rechnen. Eichhörnchen. Ah, Meister Kratos, ich bitte um Entschuldigung. Frau Nidaugerus' Verschwinden belastet mich wirklich zutiefst. Ist eine Freundin von dir? Weniger eine Freundin als eine weitere langjährige Bewohnerin des Baums. Sie war sogar vor mir hier und das ist schon wirklich Ewigkeiten her. Allein der Gedanke, dass etwas sie von ihren Babys fernhält. Furchtbar. Einfach furchtbar. Okay, Leute. Heute machen wir eine etwas kürzere Session. Ich habe morgen auf jeden Fall auch noch was zu tun. Und dementsprechend, liebe Leute auf YouTube, wenn ihr Spaß hattet, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Abo raushauen, beim nächsten Mal wieder dabei sein. Bis demnächst. Ciao.